Da kam doch gerade noch ein Tagebucheintrag rein. Banken. Sieht aus, als nutzten die Templer das Bankennetzwerk, um ihre Gelder zu transportieren. Ich wette, da könntest du dir was abwacken. Durch das Aufkommen der doppelten Buchführung, welche den Bankiers ermöglichte, die Einlagen und Abhebungen ihrer Kunden zu kontrollieren, und durch die Ausbreitung zahlreicher italienischer Währungen im Wirtschaftskreislauf, wurden Banken bald zu einem wichtigen Teil des täglichen Lebens während der Renaissance. Theoretisch durften Banken kein Geld mit Geld verdienen, da die katholische Kirche die Erhebung von Zinsen verboten hatte. In der Praxis wurde dieses Verbot aber weder von den Banken noch vom Vatikan beachtet, der sich aktiv am Bankensystem beteiligte und von den Banken Geschenke forderte, die proportional zur eingelegten Geldmenge waren. Solange man es nicht Zinsen nennt, wird Gott es schon nicht merken. Schön. Okay, versuchen wir es mal. Bringt das schnell ans Ziel. Sehr schnell. Dann zahle ich gut. Sehr schnell ist nicht. Casanova, diese beiden Briefe den bewachten Empfängern überbringen. Ja, super. Na, das wird noch was. Jim, Jim, Jim. Warte mal. Wird das nicht gelesen? Muss ich das selber lesen? Meine Liebste, wie kann ich ohne dich leben? Ich kann nicht arbeiten. Träume nur von deinem Gesicht. Es macht mich krank, dass dein Vater dich hinter kalten Wänden einsperrt. Du bist eine aufblühende junge Frau. Du solltest stattdessen meine zarten Küsse spüren, wie ein sanfter Windhauch, der deine Blütenblätter streichelt. Doch endlich ist es Freitag und er geht zum Markt. Welch freudiger Tag und welch noch freudigere Nacht. Komm, wenn die Sterne am Himmel funkeln, komm zu mir, spring in meine Arme. Ich werde bei Sonnenuntergang an unserem besonderen Ort warten. Dein dich liebender Raphael. Ach, ja. Die Liebe. Die Lust, wo er. Wieder steht ja jemand auf dem Dach. Warte mal. So. Halt's Maul. Ich hab's zu tun. Nein, du kennst mich nicht. Ich hab's zu tun. Nein, 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 du Vollhorst! Ja, das klappt ja wunderprächtig. Fall runter. Gut. Hallo. Schau mal. Was eine wunderhübsche Frau. Weiter. Ja, komm. Boah. Nee, ich habe gerade keine Zeit mit euch zu spielen, Leute. Boah, ey. Also das ist doch ein, Mann, Ezio. Würdest mal aufhören? Würdest du... Geht mir mal aus dem Weg, Leute. Leute, ich habe keine Zeit für euch. Und dass Ezio immer von der Wand wegspringt, macht das Ganze nicht einfacher. Ach, hier sind wir doch schon... Sind wir nicht hier mit unserem Bruder lang gekommen? Das kommt mir so bekannt vor. So, ich muss aber... Tut mir jetzt weh. Wie gut, dass wir... Schneller, schneller. Ja, ich hör's. Nein! Oh, Ezio. Nein, Ezio. Ich schrei irgendwann. Nein, zeige ich nicht. Oh, das ist so... Oh, das wird noch so oft passieren. Spring doch. Spring doch, du Feigling. Dann lass halt los. Okay, wir haben es geschafft. So, was haben wir denn noch? Ich habe schon wieder auf M geklickt, ich glaube es ja nicht. Wir haben da noch einen Aussichtspunkt. Und in die Richtung werden wir jetzt wandeln.
Ja, ich gehe ja schon einen Schritt schneller. Ich muss mich gerade am Arm kratzulieren. Geht mal auf Seite, gute Damen und gute Herren. Ich habe es da ein bisschen eilig. Ach, ich dachte, da wäre ein Gang. Kann ich da rein? Schaut mal an. Diebstahl. Schön. Diebstahl ist super. Kinder, hier lernt ihr was. Diebstahl. Und er kann in Häusern nicht laufen. Nicht. Ja. Dazu sag ich nichts. Genauso wie dazu. Hallo, Leute. Haben wir Giottos Campine? Ja, das hatten wir genau. Okay. War ich im Weg? Ciao, Roberto. Schon gut, ich gehe. Bitte, Herr. Ich wollte doch nur nach Hause. Was? Was ist denn da los? Oh, wir können mal, warte mal, wo wir eh schon mal hier sind, füllen wir mal unseren Apothekenbedarf auf. So. So oft, wie ich hier irgendwo runterfalle, ist das durchaus, ja. Ist das durchaus notwendig. Da ist wer? Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Ach komm, Ezio. Brauchst dich doch jetzt noch nicht zu verstecken. Wo sind die? Hallo? Bäm! Was war denn das? Yeah. Haben wir den da umgebracht? Aber wir haben doch noch keine versteckte Klinge oder so. Was war das? Ich frage mich, ob wir dem das Genick gebrochen haben. Ups. Palazzo della Signora. Das hatten wir, glaube ich, aber noch nicht. Palazzo della Signora. Der Palazzo della Signora, auch bekannt als Palazzo Vecchio, wurde 1299 von Arnolfo di Cambio für die Herrscher von Florenz, die Signora, entworfen. Die Signora bestand aus 9 Mitgliedern oder Priori, welche von den Gilden der Stadt ausgewählt wurden. 2 aus jedem Bezirk und einem Gonfaliere di Giustizia. Eigentlich sollten die Mitglieder durch das Los bestimmt werden. Aber nachdem die Medici die Macht übernommen hatten, landeten nur noch ihre Freunde in Entziehungen. Alle Macht dem Volke. Interessant, der Turm da vorne ist nicht mittig platziert, weil er aus einem früheren Gebäude in den Palazzo integriert wurde. Er enthält 2 kleine Zellen. In einer davon wurde Cosima de' Medici festgehalten. Ach, sieh einer mal an. So. Wir werden da irgendwie drauf kommen müssen. Die Frage ist, ob wir an diesem Vorsprung vorbeikommen. Hallo! Immer mitten in die Fresse rein. Das ist fein. Nein, ich bin doch nicht auf Krawall aus. Nein, ich möchte... Du kannst nach Hause gehen, kannst du? Du kannst nach Hause gehen, kannst du? Die haben mich provoziert. Die haben mich voll provoziert mit ihren Gesichtern. Der Teufel wird deine Sünden sicher zehnfach belohnen. Nee. Hier vielleicht? An der Tür? Schauen wir mal. Ich wusste es. Nee. Schade. Wie kommen wir denn da hoch? Weil das zu Mainstream ist, lieber Freund. Ups! Sorry! War keine Absicht. Genau wie das. Warte mal. Ich dachte gerade, da liegt wer. So. Hier kommen wir ein Stück weit hoch. Ah, okay, hier. So geht's. Wird der nicht bewacht? Wenn er hier auch Zellen hat. Wow. Ach, du solltest auch auf die Plattform, Liebelein. Also wirklich, Liebelein. So red das doch nicht.
Och, Ezio. Komm schon. So. Wo seid ihr? Da bist du ja. Ich will dir auf die Fresse hauen, Fresse hauen, Fresse hauen. Ich will dir auf die Fresse hauen. Nein, ich bin nicht aggressiv. Nein. Überhaupt nicht. Ich bin voll liebevoll. Das war liebevoll. Ich habe den gestreichelt. Ah, okay. Da ist noch einer, der eine Sonderbehandlung haben möchte. Nein. Hallo. 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 Boah. Also er hat einen Bogen. Und wir haben nur unsere Fäuste und sind trotzdem besser. Warte mal, wo ging's hoch? Wo ging's hoch? Ich glaube hier. Komm. So. Hier müssen wir, glaube ich, zur Seite. Ja, genau. Und weiter hoch. Können hier die Zellen sein? Sieht ein bisschen danach aus. Und er meinte doch, in einem Turm sind... Oder eher die Datenbank meinte doch, dass in einem Turm die Zellen sind. Boah, was ein Blick. Nicht mal der König hat solch eine Aussicht. Um mal einen Disney-Film zu zitieren. Nur der König. Ich noch nicht mal richtig zitieren kann ich. Ist so lange, ist nicht so lange her, aber trotzdem, ich bin heute bescheuert. Oh nein, da kann ich doch nicht mit hingucken. Das war das Genick. Ach, schau mal an. Wir haben neue Sachen. Wir können neue Sachen machen und uns vor der Story drücken. Was ist das? Rennen. Genau. Rennen. Codex-Seite. Warte mal. Loggia dei Lanzi. Zwischen 1376 und 1382 von Benci di Cione und Simone di Francesco Talenti erbaut, ist die Loggia dei Lanzi erschaffen worden, um die Vereidigung der Mitglieder des Signora zu beherbergen, den Herrschern von Florenz. Im 16. Jahrhundert ließen dann die Medici einen privaten Balkon obendrauf installieren, um zu zeigen, wer wirklich das Sagen hatte. Nett? So. Codex, Codex, Codex. Codex. Ob das da oben drauf ist? Codex oder da drin? Ihr lasst mich sicher nicht durch, ne? Aus welchem gottverdammten Loch bist du gekrochen, hirnloser Penner? Hey, mich nennt niemand hirnloser Penner. Also wirklich. Du nennst mich nicht nochmal hirnloser Penner. Ja. Komm, komm, komm zu mir. So. Komm, greif an. Komm, greif an. Komm, komm schon. Heilige Jungfrau, hilf mir! Was für eine Schande! Hau halt ab. So. Der hat mich beleidigt, sorry. Da konnte ich nichts für, der hat mich beleidigt. Der hat meine Ehre angegriffen. Ich muss meine Ehre verteidigen. Wohin willst du? Muss ich irgendwas mit ihm machen? Muss ich irgendwas mit ihm machen? Warte! Warte doch! Kann ich dich irgendwie festhalten? Yeah! Ah, die wollen auch noch ein bisschen spielen. Die wollen auch noch ein bisschen spielen.